schauen wir mal, ob die Leute sein. Wenn ihr Max seid, das weiß. Da kommt doch ziemlich weh mit der Zeit. So, jetzt ist es schon soweit, lieber Markus. Dann würde ich sagen, starten wir mit dir. Ich sehe den Max hier mit uns. Jetzt ist die Gang in die Nähe. Und Max selbst, du bist der Rechtsanwalt, extrem engagiert. Eigentlich auch ein Stargast von uns. Und wir sind stolz, dass wir dich hier haben. Ich übergebe dich mal, lieber Max. Bitteschön. Dankeschön. Danke, Herr Löhne. Lob in den Worten, am Ende selber stolz, dass ich hier heute auf dem Grenzbrücken stehen darf. Und jetzt in Österreich zunächst mal euch alle begrüße. Freut mich, dass ihr hier seid. Wir werden jetzt nicht vertreten, das hat juristische Gründe, weil wir haben einen persönlichen Abteil noch kurz. Aber ich hoffe, dass wir bald auch alle wieder die Grenzen übertreten dürfen. Und ich habe es gerade angeschaut, wir haben ein super Bild. Ich wurde jetzt von dem Einsatzleiter auf deutscher Seite nochmal gebeten, das mit den Masken durchzusagen. Die Abstände funktionieren recht gut oder sehr gut, das passt. Aber bitte, wenn ihr die Masken tragen könnt, macht es, soweit es gesundheitlich möglich ist. Es ist hier eine super Demo und ich möchte am Ende, das möchte die Polizei auch, dass es im Polizeibericht eben drinsteht, es hat alles gut funktioniert. Dann nehmen wir nämlich unseren Politikern, meistens das Döner und meistens das kurz die Argumente weg. Deswegen bitte, haltet euch dran, solange ihr es gesundheitlich könnt. So viel zum offiziellen Teil. Ich bin doch noch nicht drüben. Also, ich habe am 31. Januar war ich in Wien auch eingeladen. Ich habe jetzt aus juristischen Gründen, weil man mich sonst aus dem Spiel nimmt, habe ich nicht teilgenommen. Ich habe verfolgt und ich habe in Österreich 10.000 in Wien gesehen, die auf der Straße gegangen sind und spazieren gegangen sind. Das war ein wunderschönes Bild. Wir hatten das in Deutschland auch schon. Und ich bin mir sicher, dass wir das bald auch wieder in Deutschland und Europa und überall zusammentun. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf einer deutschen und österreichischen Brücke spreche, um für die Wiedererlangung der Freiheitsrechte und der Freizügigkeit sprechen zu müssen. Aber so ist die Zeit momentan, deswegen sind wir alle hier. Und ich finde diese Demonstration ein unfassbar starkes Signal, weil wir sitzen alle im selben Boot. Und genauso wie ein Herr Söder und eine Frau Merkel weg muss, habt ihr das Problem in Österreich, dass ihr einen habt, den ich jetzt betiteln könnte. Ich werde es nicht tun, aber auch ein Herr Kurz muss weg. Und deswegen sind wir alle hier. Ich möchte mich auch bei der Polizei bedanken. Das hat hier super funktioniert. Ja, ich schimpfe oft viel über die Polizei, ja, als Institution. Aber was ich jetzt hier von Einsatzleitung und Co. gesehen habe, war wirklich gut, war im Sinne der Versammlungsfreiheit. Und es ist heutzutage leider selten. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber es sieht von hier aus auch ziemlich gut aus. Und deswegen auch wirklich danke an alle für die Mithilfe. Es ist unheimlich wichtig, weil wenn wir das nicht tun, dann hat ein Herr Söder einen weiteren Grund, Versammlungen zu verbieten. Und dass er das tut und dass es die Politik tut, das ist offensichtlich. Auch in unseren Gerichten, da wird politisch entschieden, in den weitesten Fällen und eben nicht rechtskonform oder demokratisch. Und deswegen möchte ich, dass wir diesen politisch motivierten Vorgehen eben keine Argumente bringen. Und deswegen bin ich momentan auch viel in dieser Sache unterwegs. Also seht es wirklich als unseren Beitrag, es all jenen, die jetzt noch nicht sich raustrauen, es etwas einfacher zu machen, ja, sich auf unsere Seite zu schlagen, dass wir dieses mediale Hetzframing endlich mal in den Griff kriegen, weil inzwischen läuft es so, die meisten sind inzwischen der Meinung, in Deutschland zumindest, dass diese Maßnahmen falsch sind. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen die Politik oder gegen die Politik von Merkel und Co. Und das führt dazu, dass die sich jetzt spalten. Nachdem sie lange versucht haben, uns zu spalten, drehen wir dieses Spiel jetzt um. Und dafür ist es wichtig, dass wir positive Bilder erzeugen. Und dann sollen die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das spielt nur uns in den Karten. Und das ist das, was momentan passiert. Und wir sind auf einem extrem guten Weg diesbezüglich. Ich habe jetzt gerade gehört, dass in Österreich auf österreichischer Seite Fackeln sind. Bitte nehmt die runter, weil es ist tatsächlich ein Risiko. Macht die aus, dass eben hier niemand verletzt wird. Ich weiß, es ist vielleicht ein schönes Bild, aber es ist von der Versammlung oder von der Sicherheitslage nicht unbedingt sinnvoll. Also bitte macht die Fackeln aus und dass wir hier einfach
die Demo sauber durchführen können. Danke für den Hinweis. Ja, ich habe gerade die Polizei gelobt. Ich habe auch inzwischen Teile der Justiz zu loben, zum Beispiel das Sächsische Verfassungsgericht, die mal gesagt haben, wir verstehen diese Regeln nicht mehr. Und wenn wir sie nicht verstehen, wie soll sie der Bürger verstehen? Und Regeln, die Bürger nicht verstehen, sind unbestimmt, sondern die muss man sich rechtlich, sollte man sich nicht halten müssen. Ja? Und mir geht es ähnlich, ich verstehe die Regeln auch nicht, warum sie so sind und was ich damit sagen will, die Gerichte werden auch immer mutiger. Natürlich ist Bayern hier das härteste Pflaster, weil in Bayern sind die Gerichte leider häufig politisch, aber auch hier, die Politik kriegt immer mehr Gegenwind und das ist was, da müssen wir drauf aufbauen. Und es ist inzwischen auch so, ich habe jetzt die eine oder andere Akteneinsicht gesehen, zu Verfahren, die in den letzten Tagen und Wochen passiert sind. Und es wird dazu führen, dass in Deutschland Richter, Staatsanwälte und Polizisten, die diese rechtswidrigen Maßnahmen durchsetzen, in den nächsten Monaten ihren Job verlieren. Das garantiere ich euch. Die Exekutive versucht hier nur noch mit aller Gewalt Regeln durchzusetzen. Ja, wegen einer Grippe, das wissen wir alle, dass es vorgeschoben ist, wissen wir auch alle. Aber was wir, glaube ich, noch nicht alle wissen, ist, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo die Sache eigentlich am Kippen ist und die Politik nur noch mit Angst und Schrecken reagiert. Aber diese Angst und Schrecken, der wird immer geringer und es kann nicht mehr lange dauern, bis das kippt. Das wird in diesem Jahr kippen. Und da werden wir alle unseren Beitrag leisten, dass es kippt. Weil ich möchte weder in Deutschland auf die österreichische Grenze rübergehen, ohne mir sagen zu müssen, jetzt gehen Sie 2 Wochen in Quarantäne. Sie sind zwar gesund, aber wir sperren Sie jetzt ein. Ich habe eigentlich mal im EU-Recht gelernt, dass wir Freizügigkeit haben. Und ich sollte nicht an der deutsch-österreichischen oder an welcher Grenze auch immer ändern, wenn es ein vereinigtes Europa ist. Dann sollten wir das auch so leben und uns nicht von Politikern vorschreiben zu lassen, wann wir eine Grenze übertreten dürfen und wann nicht. Aber diese Politik wird bald enden, das garantiere ich euch. Und es ist auch einfach so, jeder weiß, es ist eine Doppelmoral. Und das, was wir hier momentan sehen, während in anderen Ländern Demonstrationen von unseren Politikern befördert werden, ja, werden sie in Deutschland verboten und angegangen. Aber das merkt das Ausland. Ich hatte in den letzten 1-2 Wochen relativ viele internationale Interviews mit russischen Medien, mit amerikanischen Medien, wo einfach gefragt wird, was ist denn in Deutschland eigentlich momentan los? Warum gibt es hier Quarantänelager für gesunde Menschen, die einen positiven PCR-Test haben? Warum werden eure Demos niedergeknüppelt? Also das Ausland kriegt das mit. Und die ganze Welt kriegt es mit. Und die Politik weiß all das. Also wir stehen hier nicht alleine, sondern wir sind hier wirklich global auf dem Präsentierteller. Also wir wissen, was es hier läuft. Die anderen sehen das und die Medien sehen das. Und wir sind da wirklich auf einem internationalen, auf einem sehr guten Weg, dass hier viel kippt. Ich merke jetzt gerade, es ist ein bisschen schwieriger zu sprechen, wenn man nur in Kamera spricht und das Publikum nicht sieht. Aber ihr werdet es mir verzeihen, ich bin jetzt da, wo die Akustik am besten ist. Und natürlich gibt es einen Grund, warum viele sagen, wir müssen das jetzt durchziehen. Weil sie wissen, dass sie grob rechtswidrig handeln. Es gab in Deutschland mal eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Luftsicherheitsgesetz. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, das damals noch anständig besetzt war, ganz klar entschieden, eine Abwägung des Staates, Leben gegen Leben, ist verfassungswidrig. Und genau das ist das, was der Staat momentan macht. Er sagt, wir retten vermeintlich Leben, tun wir mal so, als ob das so ist. Aber was er nicht sagt, ist, dass durch diese Maßnahmen Menschen sterben. Und diese Abwägung steht dem deutschen Staat nicht zu. Und deswegen sind diese Maßnahmen rechtswidrig und deswegen ist jeder, der das durchzieht und der das weiß, der macht sich strafbar. Kein Staat dieser Welt kann Leben gegen Leben abwägen. Und das ist was, das werden wir auch in künftigen jeden Schriftsatz schreiben. Schaut euch die eigenen Entscheidungen an, das was ihr macht, diese Kollateralschäden, das ist nichts anderes als tolerierte, ja, Tötung würde ich nicht sagen, aber tolerierte Tote durch die Entscheidungsträger. Und das ist illegal und das ist verfassungsfeindlich und daran werden wir die Damen und Herren irgendwann messen müssen. Und dafür werden sie sich vor Gericht verantworten müssen, da bin ich
100% davon überzeugt. Man kann kein Volk dauerhaft mit Angst und Psychoterror kontrollieren. Inzwischen merkt man es, es gehen ihnen die Argumente aus. Ich kann es ja in München immer ganz gut sehen, egal wie hoch die Inzidenz ist. Wenn sie fällt, dann ist es die Mutation, und dann ist es die nächste Mutation, und irgendwann heißt, die Leute reisen ja von überall an, und deswegen ist es gefährlich. Also, wo wir das alles beenden müssen, das ist Berlin und es ist München. Das sind die Städte, die strategisch am wichtigsten sind, wo der Staat am meisten reinhaut, die Versammlungsfreiheit am meisten bekämpft. Und deswegen sind wir da momentan auch immer juristisch dran. Deswegen halten wir uns auch an die juristischen Regeln, weil wir einfach vorzeigen wollen, wer hier sich an Recht und Gesetz hält und wer das nicht tut. Und man erkennt an dieser Pseudo-Argumentation, dass ihnen immer was anderes einfällt. Und deswegen machen wir diese Prozesse. Deswegen sagen wir auch, Leute, haltet euch dran. Es muss am Ende klar sein, wir sind die Guten. Und die Menschen mit Angst und Psychoterror versuchen zu regieren, das sind die Verbrecher, die am Ende sich vor Gericht verantworten müssen. Gut, ich komme zum Ende so langsam. Es ist auch inzwischen wirklich recht deutlich, wir kriegen auch intern Leaks von der Polizei. Das heißt, es sind viele auf unserer Seite, die einfach sagen, ich kann mit diesen politisch motivierten Befehlen nicht mehr mitgehen, ich mache da nicht mehr mit. Und das ist ein positives Signal und das kommunizieren wir auch immer. Weil es gibt der einfachste Weg, um das hier zu kippen, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, ist, dass wir zeigen, wir sind friedlich, wir sind für die Freiheit, wir setzen uns dafür ein, wir setzen uns jeden Tag dafür ein, solange es nötig ist. Und diejenigen, die uns die Freiheit nehmen wollen, denen ziehen wir jeden Tag ihre Maske ein Stück weit weiter runter. Und es fällt immer mehr Menschen auf. Und es wird in diesem Jahr, wird diese Politik, diese menschenverachtende Politik von sozialer Distanzierung und den Menschen als Gefährder statt als Freund zu sehen, diese Politik wird ändern. Das wird ändern, deswegen sind wir da. Danke, dass ihr alle da wart. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich gebe das Mikro weiter und freue mich wirklich, dass ich hier auf der deutsch-österreichischen Grenze sprechen durfte. Vielen Dank, lieber Markus.